Rappo, schön, dass es jetzt nach dem Trainingslager klappt, dass wir auch dich unseren Fans mal ein bisschen näher vorstellen können. Denn für dich gab es zum Start ins neue Jahr ja auch sportlich so einen kleinen Neustart. Du bist hierher zu uns zum FCK gewechselt. Kannst du uns einfach noch mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist? Ja, also ich glaube, die ersten Gespräche gab es schon Ende November, Anfang Dezember. Das Interesse von Kaiserslautern war groß. Ich konnte es mir sehr gut vorstellen. Die Gespräche sind sehr gut verlaufen und dann war mir auch schnell klar, dass ich gerne hier hin möchte. Und ja, jetzt bin ich endlich hier, fühle mich sehr wohl. Es ist jetzt auch schon 3 Wochen, dass ich hier bin. Fühle mich wohl in der Mannschaft, schönes Stadion und kann es kaum erwarten, hier loszulegen in den Pflichtspielen. Hast du denn auch schon von der Stadt ein bisschen was gesehen oder kommt das noch? Nee, also ich habe schon ein bisschen was gesehen, bin jetzt fündig geworden mit einer Wohnung, war schon öfter mal im Vapiano, 3-4 Mal, bin ein bisschen durch die Stadt geschlendert und war auch schon beim Mannschaftsfriseur, wo mich die Jungs gleich hingebracht haben. Sehr schön, dann bist du ja bestens versorgt hier und jetzt wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Dafür schauen wir immer auch mal, was es schon so über euch gibt oder was du mal gesagt hast. Da haben wir gefunden, dass du dich selbst als familiären Typen bezeichnet hast. Welche Rolle hat denn dann auch vielleicht deine Familie so in deiner bisherigen Laufbahn oder auch bei dem Wechsel nach Kaiserslautern gespielt? Ja, also bei den Wechseln an sich kommt es jetzt weniger auf den Standort vom Verein an, was jetzt aber hier sehr, sehr gut ist für meine Freundin, für mich, für meine Eltern. Das kann man sich öfter sehen, ist nicht so weit von zu Hause entfernt. Und ja, also Familie an sich bedeutet mir schon sehr, sehr viel. Hab seit fast 10 Jahren eine Freundin. Mit meinen Eltern telefoniere ich täglich. Bin jetzt auch froh, dass ich öfter mal wieder meinen Neffen sehen kann. Von daher bin ich jetzt rundum sehr glücklich. Und wenn man so familiär verwurzelt ist, wie du das beschreibst, dann war es sicher nicht einfach, dass du ja schon sehr früh von zu Hause ausgezogen bist. Korrigiere uns, falls das falsch wäre, aber du bist mit 14 Jahren zu Hause ausgezogen, um diesem Traum vom Fußballprofi nachzugehen und zu verwirklichen und bist damals zu einer Gastfamilie gegangen. Wie waren denn so die Erfahrungen, die du in der Zeit so gesammelt hast und wie hast du dann die Trennung von deiner Familie erlebt? Ja, also ich bin mit 14 zu Hause ausgezogen, bin mit einem Freund zusammen in eine Gastfamilie. Also wir waren in der gleichen Mannschaft, waren beste Freunde in der gleichen Klasse. Von daher waren wir Tag und Nacht zusammen. Das hat es mir und ihm, glaube ich, auch ein bisschen einfach gemacht, weil in dem Alter ist man doch noch nicht ganz so weit, auch wenn man es denkt, aber es ist doch schon sehr viel Neues, was auf einen zukommt. Und ja, ich glaube, für meine Eltern war es nicht ganz so einfach, ein Kind mit 14 gehen zu lassen. Ja, aber letztendlich hat es sich gelohnt. Die Fahrerei von zu Hause ins Training jeden Tag war auch anstrengend für mich, für meine Eltern. Von daher war es schon die richtige Entscheidung. Wie müssen wir uns denn so einen Ablauf vorstellen? Bist du dann auch aufgrund ja der Spiele am Wochenende wahrscheinlich wirklich 7 Tage die Woche weg? Oder wie oft sieht man denn seine eigene Familie dann so in der Zeit? Also es war ja nicht ganz so weit von zu Hause, also ungefähr 45 Minuten. Von daher konnte man sich schon am Wochenende sehen oder auch mal unter der Woche, wenn es sein musste. Gibt natürlich auch Spieler, die sind 5-6 Stunden weg, dann ist es schwieriger. Ja, in meinem Fall war es, glaube ich, ganz okay, weil ich habe meine Eltern dann doch schon ein paar Mal die Woche noch gesehen. Und einer deiner Trainer, mit dem du ja diese Zeit oder die Jugendzeit verbracht hast, war Julian Nagelsmann. Den, glaube ich, heutzutage jeder kennt, der auch als Trainer beachtliche Erfolge ja vorzuweisen hat. Hat er diese Trainerqualitäten, soweit du das bewerten kannst, denn auch schon in der Jugend gezeigt? Und ist das so ein Trainer, von dem du dann auch sehr viel mitgenommen hast? Ja, absolut. Das hat man schon früh erkannt bei ihm. Ich hatte ihn 3 Jahre, glaube ich, als Trainer. Ja, und man hat, also ich persönlich habe jetzt sehr viel von ihm mitgenommen. Erinnere mich auch heute noch an den einen oder anderen Tipp von ihm. Ja, wir sind deutscher Meister geworden unter ihm und ich glaube, da hatte er auch einen ganz großen Anteil dran. Gibt es denn noch weitere Trainer in deiner Laufbahn, von denen du selbst sagen würdest, dass die dich sehr geprägt haben oder von denen du auch was mitgenommen hast, was du auch heute noch beherzigst?
Ja, ich glaube, man nimmt so ein bisschen von jedem Trainer was mit. Natürlich, wenn man mehr spielt, nimmt man umso mehr mit. Wenn man nicht so viel spielt, ein bisschen weniger. Es gab aber auch Trainer, bei denen ich weniger gespielt habe, wie in Union Berlin, Urs Fischer oder jetzt am Ende in Bremen bei Ole Werner. Aber auch bei denen habe ich mich bedankt, weil ich von denen auch sehr viel gelernt habe. Und ja, so nimmt man von jedem Trainer was mit. Bei mir war es wahrscheinlich dann Julian Nagelsmann. In Aue habe ich sehr viel mitgenommen, bei Hannes Drews oder auch bei Markus Anfang in Darmstadt und in Bremen. Ja, war mit allen Trainern sehr zufrieden. Und die Trainer, die haben dich ja auch alle unterschiedlich wahrgenommen. Du hast da jetzt in deiner Zeit als Fußballer mal auf der 6 gespielt, mal auf der 8 und auch in der Innenverteidigung. Wo fühlst du dich denn persönlich am wohlsten? Am wohlsten fühle ich mich auf der 6. Kann zwar alle Positionen begleiten, aber fühle mich im defensiven Mittelfeld am wohlsten. Da hat ja auch der Ole Werner zum Beispiel gesagt, dass so ein Allrounder wie du auf so vielen Positionen ja auch Gold wert ist für eine Mannschaft. Wie siehst du das? Ist das so, weil du flexibler einsetzbar bist, oder ist es vielleicht ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil man immer mal so verschoben werden könnte? Ja, von beidem etwas. Ich glaube, gerade als junger Spieler war es mehr ein Vorteil, weil egal wo was passiert ist, konnte ich dann einspringen. Und ich glaube, Spielzeit ist für jeden jungen Spieler sehr, sehr wichtig. Von daher würde ich es eher als Segen bezeichnen. Natürlich ab und zu kann es auch mal ein Nachteil sein, aber ich glaube, jetzt versuche ich mich auch auf einer Position einfach festzuspielen und fühle mich da auf der 6 sehr wohl. Sehr gut, dann sind wir schon gespannt, wo wir dich hier auf dem Betze dann sehen werden. Was wir auch bei unseren Recherchen gefunden haben, was vielleicht fast schon ungewöhnlich ist, ist, dass du deine Playstation verkauft hast. Und gerade wie in so einem Trainingslager jetzt, kürzlich in Belek, ist das ja, glaube ich, doch was auch mal ganz gerne zum Einsatz kommt, wenn man mal Zeit hat, ein bisschen abzuschalten oder um den Kopf frei zu kriegen. Wie hast du denn sonst die Zeit so verbracht, die neben den vielen Trainingseinheiten überhaupt noch zur Verfügung war? Ja, die Playstation habe ich verkauft, weil ich einfach zu viel Zeit damit verbracht habe und ich kam zu dem Entschluss, es macht zwar Spaß und ist schön, aber letztendlich lernt man dabei nichts. Und im Trainingslager jetzt waren wir eigentlich immer abends zusammen auf dem Zimmer. So 8, 9 Jungs haben entweder Tiger hat Stadt, Land, Fluss mitgebracht, haben wir das gespielt, haben auch unsere eigenen Kategorien dann genommen. Oder am Ende haben wir Undercover gespielt. Wir hatten viel Spaß und konnten auch ohne die Playstation viel Zeit verbringen. Dann verrätst du uns, wie oft du da mal auch gewonnen hast bei diesen Spielen? Ja, bei Stadt, Land, Fluss muss ich sagen, hat Tiger, glaube ich, jede Runde gewonnen. War ja auch sein Spiel. War er echt sehr gut. Und bei dem Undercover, da gibt es keinen richtigen Gewinner. Also man muss immer so den finden, der kein Wort hat. Und mir geht es mehr um Spaß und war wirklich sehr lustig. Und neben dem ganzen Spaß in der Freizeit hast du ja auch noch so ein bisschen ernsthafteren Zeitvertreib. Neben deinem Dasein als Profifußballer schon viel Zeit in Anspruch nimmt, absolvierst du auch ein BWL-Fernstudium. Ist das auch so was, was dir sehr wichtig ist, schon so frühzeitig diese Karriere nach der Karriere irgendwo zu festigen? Weil du bist ja, wie man so schön sagt, eigentlich im besten Fußballeralter. Ja, das stimmt. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll danach. Aber ja, ich studiere BWL nebenbei. Läuft aktuell ein bisschen schleppend. Durch den Wechsel und alles hat man auch wenig Zeit. Aber ich habe es vor, mich da mal wieder ein bisschen mehr dahinter zu klemmen. Und ja, es gibt ja noch ein paar mehr Jungs bei uns, wie der Hecke oder Domi Schad, die bei der gleichen Uni sind wie ich. Freut mich, dann kann man auch so ein bisschen gegenseitig Druck aufbauen. So, hey, ich habe schon eine Prüfung gemacht diesen Monat, wie sieht es bei dir aus? Pippo hat sein Studium schon fertig, deswegen ja, bin ich froh, dass ich hier nicht der Einzige bin, der noch ein bisschen was abseits vom Platz für die bei der Uni macht. Und wie du so schön sagst, ich glaube auch unsere Fans, die eine Ausbildung machen gemacht haben oder ein Studium, die können es nachvollziehen, dass bei so einer großen Umstellung jetzt bei dir mit Umzug und allem das auch mal ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und wo wir gerade so viel über dich erfahren haben, gibt es ja wahrscheinlich fast nichts, was du vielleicht noch nicht irgendwo erzählt hast. Wir stellen aber trotzdem gerne die Frage, der gerade in diesen schnelllebigen Zeiten von Social Media und Co. Auch vieles nicht mehr so verborgen bleibt. Gibt es denn von dir irgendwas, eine lustige Geschichte oder ein Geheimnis,
dass du jetzt bereit bist, mit uns und den Fans zu teilen. Puh. Auf die Schnelle schwierig, was zu finden. Was ich noch nie gesagt habe. Bist du denn auch, würdest du dich selbst dann doch auch als sehr offenen und kommunikativen Menschen beschreiben? Weshalb es vielleicht auch gar nicht so viel gibt, was man noch nicht von dir weiß? Ja, also ich bin schon sehr offen, rede auch in der Kabine sehr, sehr viel. Aber jetzt, was ich noch nie gesagt habe, schwierig. Vielleicht, weil wir das Thema Julian Nagelsmann hatten. Er ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und er hatte mal ein richtig schnelles Motorrad. Da sind wir dann zum zweiten Mal, hat er mich mitgenommen. Und ich muss sagen, da hatte ich schon ein bisschen Angst hinten drauf, weil er ordentlich Gas gegeben hat. Vielleicht ist das so eine Story, die ich noch nie irgendwo erwähnt habe. Also, Nicola Rapp ist gleich nicht so der Adrenalin-Junkie. Doch, wenn ich es selbst im Griff habe, wenn man irgendwo mitfährt, ist es nochmal ein bisschen anders. Habe auch ein bisschen Flugangst. Ist einfach, ich habe es gern selbst in der Hand und deswegen war es schön, aber ein bisschen Angst hatte ich doch schon. Okay, dann sprechen wir spätestens nochmal, wenn der Motorradführerschein oder der Pilotenschein gemacht sind. Rappo, vielen Dank dir für dieses nette, sehr sympathische Gespräch und wir freuen uns schon drauf, dich auf dem Platz zu sehen, wenn es wieder losgeht. Danke auch.